Guten Abend, hallo. Ja, wir machen heute mal einen Montagsflug fliegen. Geplant ist von Taipei nach Macau über Hongkong. Genau, jetzt habe ich es. Genau, wir werden, ich glaube, eine Viertelstunde Wasserflug haben. Wir werden die Textron Aviation Cessna nehmen. Die ist relativ schnell. Habe ich auch schon alles eingestellt. Und dann... Ich bin mir überlegen. Aber ich glaube, wir werden einen Tagflug machen. Nachts ist sehr unspektakulär, glaube ich. Deswegen, da stellen wir mal gleich mal als erstes ein. So. So, und dann werden wir mal die Wolkenschicht ausmachen. Starten hier, fliegen einmal hier, ne, mal das anders, man erst die Ankunft, die ist nämlich hier, ich glaube das ist sogar ein Wasserflugplatz, Moment, ich guck mal eben, konnte noch hier irgendwie, nee. So, ich wollte eigentlich, genau, also direkt sind es 800 Kilometer, anderthalb Stunden. Wir fliegen aber über Hongkong. Machen wir da mal einen Wegpunkt rein über den internationalen Flughafen, weil wir kommen ja aus Taiwan. So. Und dann möchte ich gerne noch einmal über diese kleine Inselgruppe hier fliegen. Über den Magong. Ja. So. Jetzt möchte ich eigentlich keinen Game Sound. Deswegen. Moment, habe ich oft. Na egal, warten wir noch. Genau. So. Den muten wir. Den an. So. Dann. Gehen wir auf den. Den an den Discord. So. Falls auch irgendwelche Leute rein wollen. Der Discord von, also man hört nur mich. Andersrum sollte gemutet sein. Habe ich einmal hier das Mic aus und einmal auch bei OBS. Ja. So. Tower Taggart 582 ready for departure to the west at runway 28. Taggart 582 cleared for takeoff runway 28, departure to the west approved. Cleared for takeoff runway 28, Taggart 582. So, ich sollte ja vielleicht dann noch den Joystick schon mal nochmal auf den Schreibtisch liegen. Der ist nicht angeschlossen. Oh oh, oh oh. Da bin ich ja mal gespannt, ob das noch geht. Ansonsten muss ich das Spiel nochmal neu starten. So. Hat er gemacht, oder? Ansonsten verzögert sich der Start um weitere 5 Minuten.
Co-Piloten, die beiden Co-Piloten sitzen auch noch nicht da. Die schlafen, putzen sich noch. Ja, na ja, gut. Ich hole mal was zu essen. Einstellung kurz gucken. Den habe ich. Okay. Bremsen ist der. Da auch gerne hier mal drauf. Taste 14 müsste die sein, genau. Das Fahrwerk ist dann die und das ist 10. Lichter brauchen wir nicht. Ja. Okay. Landeklappen, genau, das war noch richtig. Ja, okay. Mhm. Alles klärchen. So, dann Checkliste sind wir durchgegangen. Wenn wir das Ding mal hochfahren, bitte nehmen Sie Platz, schnallen Sie sich an. Wir werden das Wetter im Flug. Wir starten jetzt mal so mit dem Wetter und dann ändern wir das im Flug nachher nochmal auf einigermaßen schönes Wetter. Gleich mal aufpassen.
So. Ladies and Gentlemen, bitte setzen Sie sich hin, verstauen Sie Ihr Gepäck, schnallen Sie sich an, geht gleich los. Ach nee, ich muss da nuscheln, ne? Sehr geehrte Damen und Herren, grüßen Sie auch den Flugzeug hinterher. Schnallen Sie sich an, setzen Sie sich hin, bleiben Sie ruhig, klappen Sie Sitze zurück, vor und... Okay, war immer nicht gesehen. So. Eine Parkbremse ist angezogen. Ich weiß. Wir machen Burnout. So, geht los. Das ist Taipei, alles klar. Ja, wir machen hier mal einen kleinen Stadtrundflug. Wir gucken noch ein bisschen. Naja. Landeanflug? Wir machen keinen Landeanflug. Nee. Wir gucken. Ah, ich habe noch Fenstermodus an, deswegen sehe ich das nicht, ob das eine Drohung war eben oder nicht. Tower Taggart 582 Frequency Change. Taipei approach Taggart 582 is Type Cessna C25C 5 miles west of Sunshine 2500 feet. Request clearance to transition Charlie Airspace. Taggart 582 Taipei approach. Squawk 5171. Squad 5171, Taggart 582. Taggart 582 radar contact 7 miles southwest of Sungshan, 3,300 feet. Cleared through the Charlie airspace. Na gut. Cleared through the Charlie airspace, Taggart 582. Jetzt sammeln wir die ganze Zeit. Ich will einfach nur Musik hören. Ah, die ersten Passagiere meckern schon, ey. Du kannst auch in Discord kommen, man hört das dann nicht. Man hört nur mich dann im Discord. Das ist nicht Hongkong. Nee, da wollen wir auch hin. Ich mach mal jetzt mal die kleine Minikarte wieder an. Taggart 582, you're leaving my airspace radar service. Terminated squawk 7000. Frequency change approved. Okay. Bisschen hoch. Squawk 7000. Frequency change approved, Taggart 582. Ey, Lasse, danke für dein Follow. Danke. Taipei Center Taggart 582 is Type Cessna C25C 7 miles northeast of Lungchang. Request flight following. Taggart 582 Taipei Center. Squawk 2614. Squawk 2614, Taggart 582.
Tegert 582 radar contact 5 miles east of Lung Tang 9,700 feet. Q1H 29er decimal 92. Copy Tegert 582. Ich hab noch einen schönen Milchreis gefunden. Mm. Hey Lasse, na, guten Tag. Stell mal das Wetter an, das ist ja wirklich krass. Rockelfox. So, gleich gibt Töne. Mm. Tegert 582, contact Type A, approach on 123 decimal 5. 123 decimal 5, Tegert 582. Type A, approach Tegert 582 on 0,800 feet. Was ist das da für ein Gebäude? Tegert 582, Type A, approach. Continue as planned. QNH, 29 decimal 92. Rakete, eine Rakete. Noch eine. Nimm eine kleine Rakete. 124 decimal 6 Tegert 582. Taipei Center Tegert 582. Ich wusste gar nicht, dass du so viel sammeln kannst. Tegert 582 Taipei Center continue as planned. Q1H 29er decimal 92. Sphäre. So, wir haben hier eine Reiseflughöhe erreicht. Sie können ja sich jetzt abschnallen, können ihren Döner genießen. die Döner sind heute leider nur mit Zwiebeln und Knoblauch. Es tut mir leid. Taipei approach Tegert 582 on 0,600 feet. Tegert 582 Taipei approach. Continue as planned. QNH 29 decimal 92. Tegert 582 contact Taipei Center on 124 decimal 6. 124 decimal 6 for Tegert 582. Taipei Center Tegert 582 on 0,000 feet. Einen Döner bitte mit Scharf. Tegert 582 Taipei Center continue as planned. Und ein Milchreis. Niner decimal 92. Tegert 582 contact Taipei approach on 123 decimal 5. Going to 123 decimal 5 Tegert 582. Taipei approach Tegert 582 8,600 feet. Tegert 582 Taipei approach. Continue as planned. QNH 29 decimal 92. Ach, ihr seid in diesem Discord. Das kann ich doch nicht ahnen. Nein, dem anderen, im Gamer-Discord. Na. Nein, nach Macau. Also, für den Stream nicht wundern, ich quatsch gerade im Discord, das hört ihr nur nicht. So. Genau. Und das ging nur über ja, du mich, aber du dich nicht, oder? Das meine ich. Na, die Streamer. Drei.
Warte mal, ich guck doch mal. Eigentlich müssten es drei sein. Mit euch beiden. Ja, die anderen beiden zählt. Den anderen zähle ich nicht, der da drin rumlungert. Das ist ein Roboter oder so. Bot. Wollte ich von Hongkong nach Macau fliegen. Aber das ging ja nur über Shanghai. Also laut Skyscanner. So, dann habe ich ersten geguckt. Und dann haben wir ja gesagt, wir fliegen von Taipei. So, und dann habe ich gesehen, das ist ja einfach nur ein Stückchen weiter. Und dann sind das nochmal 5 Minuten mehr oder so. Und dann sind wir auch. Oh, da unten ein Stadion. Abwarten, du hast Delay. So, bitte einmal den Döner bitte aus dem Bad holen, bitte, danke. 135.8 für Taggart 582. Und dann dachte ich mir, dann fliegen wir noch 5 Minuten länger und dann sind wir auch in Macau. Und ich glaube, da landen wir sogar auf so einem Wasserflughafen. Welche denn? Das war in Indonesien, oder? So, das war wieder eine. Nee. Nein. Nein, du hast zu spät eingeschaltet. Denn er hast den Flugplan gesehen. Wir fliegen. Da vorne ist noch so eine Insel, die will ich mir nochmal angucken. Und von da aus fliegen wir übers Wasser und dann fliegen wir Richtung Hongkong. Ja. Ja. Früh einschalten lohnt sich. So, jetzt muss ich wieder eine Flughöhe kriegen, eine ordentliche, damit ich. Ja, das geht so nicht. Herr Pilotenkapitän, bitte, ja? Genau so lassen, sehr gut. Nee, und ich möchte bitte mit Jack Sparrow angesprochen werden. So, du sollst runter, Digga, runter. Komm. Ich möchte mal Milchreis genießen. Das ist krass, ne? Ich war auch schon in Costa Rica und Panama und so. Ja, ja. Es ist mir zu unangenehm, über Schleswig-Holstein zu fliegen. Jetzt. Seit der Geschichte. Carsten, du kennst ihn ja. 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 Ich bin schon seit einer Stunde oder so an meiner Bratpfanne beim Putzen. Ich habe eine unbeschichtete. Das muss ich mal ein bisschen üben mit dem Steak. Nee, das wird ja auch gebaut, also quasi von der KI die ganze Sache hier. Deswegen ist das also so zu 80%. Originalgetreu kann natürlich sein, dass die halt in dem Moment halt nicht berechnet wird oder so. Je nachdem, wie groß die halt ist. Es gibt ja auch schon Mods, wo du halt anstatt Microsoft Maps, sondern Google Maps nehmen kannst. Die sollen wohl noch besser sein. Ich habe mir überlegt, der nächste Flug wird über den Amazonas sein. Da machen wir so ein Bud Spencer und Terence Hill, zwei Himmelhunde aus dem Weg der Hölle Flug. Ah nee, das war ja gar nicht da unten. Das war ja in Peru da oben, in den Anden. Oh ja. Ich habe ja auch schon ein Video gemacht, wo ich gewohnt habe, übers Dorf geflogen und das Nachbardorf und sowas alles. Und dann habe ich das meinen Eltern geschickt und die nur so, ich bin erst erstmal mit der Co-Pilotin kurz unterwegs. Ich. Mich? Weiß. Guck mal hier. Ja, genau. Guck mal rechts, da ist ein Grafikfehler. Ne? Oder ist halt eben.
Oder ist das ein Staudamm? Nee. Da sind irgendwelche Wasserprobleme gerade in Taipei. Eine Überflutung. Da, das ist ein Fluss. Ja, die, ja, genau, die Brücke. Die haben Hochwasser. Und jemand hat sich beim Brückenbau verrechnet. Hier. Oh, scheiße, falsch gebaut. Taipei. Nein, also ich bin da schon raus aus der Stadt. Aber guck mal hier, das ist, irgendwas ist hier faul. Nee, das ist ein Gebirge mit einem Fluss. Ja, irgendwie sowas. Ja, es ist halt, deswegen, das wird halt berechnet, deswegen, das passiert. Warte mal, ich mach mal die Map auf. Aber ich glaube, da stehen nur komische Schriftzeichen, die ich lesen kann. Da muss der Portugiese immer. Ja, ja, genau. Wir haben ja die gleiche Map, nur ich habe die noch größer. Was soll ich machen? Die Map ist doch oben rechts. Seht ihr die nicht? Ja, gut. Es bringt nichts, weil die sind auch nur taiwanesische Schriftzeichen. Ja. Jaha. Jaha. Hab ich doch gerade gesagt. Es könnte jetzt auch gerade hier so ein bisschen Schleswig-Holstein sein, Niedersachsen. Ja, genau. Warte mal, dann fliegen wir dich. Hier, ne? Wollen wir gegenfliegen? Von links ist das der dritte. Eins, zwei, drei. Ja. Der Typ, der winkt, so wie ich den kenne, winkt der doch mit dem Mittelfinger, ey. So, ich sollte vielleicht mal. Tajert 582, contact Taipei Center on 124.6. 124.6, Tajert 582. Taipei Center, Taggart 582, 5,100 feet. Taggart 582, oh. Taipei Center, continuous planned. Warum auch immer die Flaps da draußen sind, ich hab keine Ahnung. Taggart 582, contact approach on 135 decimal 8. Going to 135 decimal 8, Taggart 582. Ah, schön, dass ich jetzt meinen Namen sage, dann weiß ich auch, dass ich gemeint bin. Approach Taggart 582, 5,100 feet. Taggart 582, approach continue as planned. QNH 29er, decimal 902. Oh, wer war das? Ich bin gerade bei Hinyao. Das ist auf der Hälfte ungefähr der kleinen Insel neben von Taipei, Taiwan. Auf der Hälfte ungefähr, rechte Seite, linke Seite. Ja, ja genau, irgendwie sowas. So, dann fliegen wir jetzt gerade Richtung dieser kleinen Inseln, die da vorgelagert sind. Die sind so ein bisschen links unten, so ein bisschen.
Ja. Oh. Wo fliegen jetzt? Zu einem Militärflughafen, glaube ich. Aber die Co-Piloten schlafen beide? Ruhen sich auch für den Nachtflug. Wir müssen ja, irgendwie muss das Flugzeug ja wieder zurück. Kicktipp. La 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 la. Würde ich gerne, aber ich habe Angst, dass ich dann gesperrt werde. Ja, aber wenn andere das machen, ist mir das, heißt das nicht, dass das gut ist. Das muss Gerd halt für sich wissen. Darf er ja auch machen. Geld. Geld. Das weiß ich nicht. Aber es gibt ja auch GEMA-freie Musik. Aber ich hab hier noch nichts, was so asiatisch ist. Heute werden wir ein bisschen steigen, ne? Hört ihr jetzt Musik? Reicht aber auch. Lieber ja, das ist auch solche Musik dazu. Aber, ja, reicht. Man muss es ja nicht provozieren. Hä? Wir fliegen Kurzstrecke. Da gibt's sowas nicht. Darfst du dein Buch lesen? Ja, genau. Wir sind hier bei Tegert. Und nicht bei Luft... nicht bei Lufthansa. Dass sie freuen, dass du einen Döner haben darfst.
Och, hast du, der ist sehr gut. Der hat Minuskalorien. Du gibst sogar was ab, wenn du was isst. Spezial. Co-Pilotin putzt noch ihre Uniform. Jetzt sind gerade die Schuhe dran. Taipei Center, Taggart 582, 2400. Ja, wahrscheinlich Katzenhaare oder so, keine Ahnung. Taggart 582, Taipei Center, continue as planned. QNH 29er, decimal 902. Ja, bin ich auch. Nee, das ist mir egal. Ich bin komplett. Und wenn das, keine Ahnung. Ja, das ist mir scheißegal, also mir ist das egal. Aber ich hasse Bayern noch mehr. Alleine mit der Bremen-Geschichte, mit dem Coman, wo einer auf der Westkurve rumgepupst hat und der ist umgefallen. Also das ist schon Hass. Kein Auto. Den habe ich, aber ich weiß nicht, wie ich den anstellen kann. Aber aktuell hast du recht. Aktuell habe ich das alles so eingestellt, dass das Flugzeug schön smooth geradeaus fliegt. Das ist richtig. Ich bin da mal eine Stunde weg, ne? Ich will mal einkaufen. Aber ich glaube, ich muss noch mal los. Ich muss noch mal Natron holen. Und Essig. Was? Für die Bratpfanne zum sauber machen. Boah, ich habe da schon eine Stunde rumgeschrubbt. Ich krieg die nicht sauber, ey. Das kotzt mich an. Naja, ich hab eine Guss. Eine Guss nicht, so eine andere, so eine Edelstahl. Ja. Angebranntes Steak. Also Röstaromen. Ne, ja, genau. Bei der Unbeschichteten kannst du das machen. Die ist unbeschichtet. Nee, genau das soll man ja gerade nicht machen, weil dadurch geht die Bratpfanne erst recht kaputt, weil du die quasi gar Schock runterdringst und dann geht der Boden kaputt. Weil der Boden ja noch warm ist. So. Ja, kann ja sein. Also das ist das, was ich gelesen habe. Und weil die noch heiß ist, das ist ja quasi wie ein Abschrecken. Ja, und das Metall dehnt sich ja aus durch die Hitze. Deswegen mache ich das. Also ich hab die schon mal so dreckig gehabt, da hab ich halt ein bisschen einweichen lassen, das mache ich gerade. Spüli drinnen ein bisschen und ein bisschen Wasser. Ja, ich krieg die schon wieder sauber, ist halt gerade nur ätzend. Aber das Steak war trotzdem sehr gut. Ja, genau. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Schnee? Ja? Genau. Warum bist du denn jetzt so? Sturm? Wow.
Blitze sind schon 100% Temperatur. Ich kann sogar die Wolkendichte einstellen, das ist krass. Oh, das sieht cool aus jetzt gleich. Der habe ich drin, das ist Sturm. Ja, das Licht, das Ende ist da. So, Cockpit, sagst du, Cockpit, wo man ins Cockpit reinguckt. Alter, das Ding hat aber, es muss ja auch ordentlich gehen. Dynasty Center, Dynasty 5835 is out of flight level 360 for 10,000 feet. Nein, falsche Taste, so. Dynasty 5835 Type A Center, continue as planned. Ja, ich finde, die Sicht ist immer so ein bisschen unspektakulär zum Zugucken. Deswegen fliege ich so selten. Hä? Nee, ich meine jetzt... Oh, hoch, hoch, hoch. Ich habe gerade mit euch unterhalten. Bitte nicht mit dem Pilot während des Fluges sprechen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben gerade eben einen Sturm durchflogen. Oh, und es ist Licht am Ende des Tunnels. Alter, ist aber windig. Oh, plötzlicher Schneeeinbruch. Ja, wie beim Fußball. 129er Decimal Niner für Taggart 582. Taipei approach Taggart 582. Sind wir ja noch im Taipei-Luftraum. Taggart 582 Taipei approach. Continue with plan. Boah, gib mal noch ein bisschen Stoff jetzt. Jetzt hat das Ding rumpiepen wie Sau, was mit rumpel. Ja, das schaffen wir schon, aber wir wollen ja nach Macau. Glücksspiel, 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 Glücksspiel. Lasse, hast du Bargeld eingepackt? Oh, der feine Herr. Boah, ich komme an mein eines Wallet nicht an, das ärgert mich. Der Dönermann vertraut sich schon nicht mehr, oder was? der Gyrosmann meine ich. Der Blick der Katze, Alter. Ja, Instrumente. Wieso spielen die eigentlich morgen? Wegen Bayern Champions League oder was, ne? Ja, genau. Wegen Champions League. Ah, okay. Ja, es ist ja nur Bayern und Leverkusen. Nee. Das ist noch immer noch. Ich glaube, das ist immer noch Runde 2, oder? So. Ja, weil die wieder was Besseres sind. Aber das ist erst Montag, stimmt. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Wen willst du denn einladen? Kennt man den? Nee, der müsste hier auch drin sein. Zum Corona-Stammtisch? Ja. Mit dem war ich da auch schon zusammen hier drin. Wo war ich denn mit ihm zusammen? Stimmt, ja. Karsten. So. Pfui. So, da vorne ist der Militärflugplatz. Ich habe vorgestern, morgens habe ich meinen Landeanflug auf San Jose angeguckt. Das war schon cool. Was? Ich hab mir den angeguckt, weil ich den ja selber auch schon, wo ich in Costa Rica war, sind wir den ja auch gemacht. Haben wir, und den hübschen auch vor allem, nicht den langweiligen, den hübschen. Durch die Berge, also an den Bergen vorbei, nicht durch. Ja, das war schon cool. Hab ich schon. Auch da unten, Waikiki Beach, ey. Ja, irgendwann werde ich da auch nochmal hin. So, spätestens jetzt würden die Jets in der Luft stehen und würden uns abfangen, weil wir überhaupt nicht mit denen gesprochen haben. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich habe mir was nichts gehört, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Das kann ich auch sein. Der auch so generell. Ja, aber nicht am Flughafen. Normalerweise musst du da generell, glaube ich, da gibt's. Es ist egal, glaube ich. Ich glaube, du darfst generell nicht einfach so über den Flughafen fliegen und schon gar nicht über einen Militärflughafen. Aber hey, das weiß ich nicht. Das ist keine Ahnung, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ja, aber nicht mit Tagger. Da passiert das nicht. Ja, guck mal her. Haha! Sandra, guck mal, da bist du. Na, Sichi, Alter. Oh, wohl. Nee, den haben wir hier nicht. Ja. Weil die große kriege ich noch nicht gelandet. Das habe ich schon getestet. Das funktioniert nicht. Dann gibt's Spaß. Das. Peng. Was denn? Nee, so ein A300. Doch, das weiß er. Aber mit dem A380 oder mit der. Mit der 747 weiß Captain Jack Sparrow nicht, wie er landet. Ah, shit. So was haben wir in WhatsApp. Ah. Boah, eigentlich wollte ich die Woche nochmal spazieren gehen, aber das klappt nicht, weil das Wetter so scheiße ist. Wir fliegen durch. Alter, wir werden hier nicht landen lassen, Alter. Wir kommen nicht wieder hoch. Ja. Hallo, GEMA. Stimmt. Schalalalalala. Alter, das ist. Alter. Heide, Alter. Ja, Sandra, hör dir das zu. Hör dir zu. Das,
Das ist viermal so, das ist viermal so drin als so ein Piccolo-Gläschen Kölsch, Alter. Lasse. Es ist nur ein Kölsch. 0,05. Ja, es ist natürlich jetzt ärgerlich, dass ich halt die Bestellung... ich hätte gerne noch mal ein anderes genommen. Für Sternburger Plastik oder sowas. Aber gut. Weg raus. Fahr weg rein. Ja, es kann. So. Hallo, während des Fluges wird nicht getrunken. Hallo. Oh! Die abgefüllte Cola-Flasche. Du, ich hatte das, Bloody Mary. Ich hatte, das ist mir gar nicht aufgefallen, wo ich von Costa Rica nach Panama geflogen bin, ne? Hatte ich mir eine Literflasche links in den Rucksack reingesteckt, außen, ne? In so ein Netz rein quasi. Und dann habe ich das durchgekriegt. Hat keiner was gesagt. Keine Sau. Und der Flieger, dann denke ich so, oh, du hast Durst. Und dann aus Reflex zur Flasche gegriffen. Ganz geil. Und die Oma neben mir ganz komisch geguckt. Ganz entsetzt. Die waren krass, die beiden Omas aus Kanada. Ne? Und die haben gerade so einen Roadtrip, gar nicht so eine Reise gemacht. Die waren vorher wohl irgendwie in Florida oder so, in den USA. Waren dann in Panama ein paar Tage und wollten weiter zu den Galapagos-Inseln. Mit 70. Ja, wer macht die so eine Weltreise? Siehst du? Und die beiden sitzen neben mir. Ich saß da, ne? Hab aus dem Fenster gegeitert. Hol die beiden ihre Handys raus und zocken da erstmal irgendwas gegeneinander. Ich glaube, das war kein Kartenspiel. Wo ich sag so, Alter. What the fuck? Ich hatte da auch so eine SIM-Karte. Die kannst du, glaube ich, in ganz Mittelamerika nehmen. Gleich mit Absicht so ausgewählt, aber trotzdem, ne, da haben die beiden erstmal schön Karten gezockt da. Ja, auf dem Handy. Genau, er ist auch in Ordnung, kannst ja auch machen. Muss ja nicht mobile gewesen sein, das ist ja Wumpe. Aber auf jeden Fall war ich sehr beeindruckt, dass die beiden das überhaupt gemacht haben. Meine Oma hätte so ein Kreuzworträtselheft ausgepackt, der hat ein Kreuzworträtsel gelöst. Aber doch nicht auf dem Handy mit Karten gezockt. Weißt du, also. Nee, das war auch. Nee, das war der Flug, wo sie als Snack die Burritos oder Tapas oder irgendwas aus. Ja, das war mega gut. Und. Nee, das war ja. Was hab ich da geflogen? Copa Air. Und Copa Air. Erst, das ist Südamerika-Flugland. Größte, glaube ich sogar. Und das war auch geil, da haben die dann auch konntest auch einen Whisky trinken und sowas alles. Ja. Die werden. Ja, nee. Ich hab da schon schlimme Sachen erlebt mit. Okay. Los. Bist sofort ausgestiegen. Sofort auch raus. Weg. Lass mich raus.
Notbremse, noch ein dummes Bier und ich mach die Nottür auf, ey. Hey Miguel. Was? Du bist aber noch nicht da, Alter. Ich oder Miguel? Miguel, du bist leider zu spät für den Bordservice. Die Döner wurden schon verteilt. Ja, aber für dich finde ich noch Sushi irgendwo von vorgestern. Ja, bitte? Nee, das ist kein Lachs, das ist Kugelfisch. Ja, genau, doch besser, ja. So. Ja. Gut. Das war geil. Ich hab, Sandra, um 16 Uhr eine Versandbestätigung von Hermes bekommen, ne? Und um 17 Uhr klingelte das hier. Ja, was weiß ich doch nicht. Aber ist geil, ne? Steht hier nicht. Am 8. ist die um 8:30 angekommen in irgendeinem Lager. Dann ist die am 9. raus um 9:40 und um 11. hier in Hamburg angekommen. Nee, muss irgendwo anders gewesen sein. Oh, das ist so ein Spiel, das mag ich gar nicht. Kenn ich nicht. Ja, das sollte auch hinkommen ungefähr, glaube ich. Aber nicht während des Fluges, Freundchen. Ja, ich habe im Urlaub die ersten 2 Wochen. Ich weiß. Nee, ich hab's auch nicht mehr durch. Ich hab Angst, dass ich das beende. Ja, da habe ich noch nicht nachgeguckt. Gleich so ein bisschen. Auf jeden Fall. Ja, doch. Das ist schon. Wieso? Wie meinst du? Ja, es dauert noch, kannst du von ausgehen. Also, nein. Die haben bei Mediamarkt und Saturn fangen jetzt auch schon an, E-Mail zu verschicken, dass es auch noch nichts wird. Habe ich heute gerade gelesen. Und ich rechne nicht vor Juni. Ganz ehrlich. Und das ist ein geiler Schachzug von denen, dass sie das echt so hingekriegt haben, schöne, krass knappe Verknappung zu machen. Auch durch diesen Scammer oder was das war, der wohl angeblich auch 5... Ja. Ja. Das geht auch, ja. Nee, ich kauf. Also mein. Tja. Mein Plan ist ja erstmal den Fernseher zu kaufen. Und dann sollte man auch schon mal wissen, wie das mit PS5 weitergeht. Aber aktuell sind mir auch ein bisschen wenig Spiele. Also neue Titel, ne? Weil die guten für die PlayStation 4, die habe ich ja alle selber schon gezockt. Oder habt ihr auch schon hier liegen? Und nur für Demon's Souls will ich mir eigentlich keine PlayStation 5 kaufen. Aktuell. FIFA spiele ich nicht. Ah, schwierig. Ach so, ich dachte, das Feldens kommt jetzt. Also das alte Feldens. Nee, das trinkt sie.
hat jemand schlecht gebaut. Also programmiert. Ja, wenn du es. Ja, aber wenn du es auf der Website nicht siehst. Offiziell. Ja, vielleicht hast du es eine für der Hausmeister oder so. Die Reinigungskraft. Ja. Ja. Sicher? Genau. Ah. Ja, aber das kann jetzt aber nicht, das kann jetzt aber nicht dein Argument sein, nur weil es Schwachsinn ist. Na, genau. Nee, aber mit der Chipkarte, wenn die weg ist. Ja, genau. Und aus. Und, ja. Leg dich nicht mit Informatikern an. Oh. Und eine Chipkarte lässt sich halt einfach, die kannst du einfach sperren und fertig. Und so ein Schlüssel, der ist weg. Ja. Jetzt bist du, ja, ne? Merkst du selbst, ne? Ja. So, erstmal blocken. Ja. Ja, das wäre auch mein Guess gewesen. Wir müssen mal Geo-Guesser spielen, Leute. Zusammen. Das müssen wir mal machen, Leute. Da musst du für. Ah, ihr kennt das nicht? Okay. Google Maps. Ne, Google Earth. Google Street View. Und da musst du erkennen. Da musst du abschätzen. Da musst du. Lasse? Bist du da? Ah, okay. Ich dachte, irgendwas. Ich dachte, du bist umgefallen. Das hat so komisch gepoltert. Da kriegst du halt einen Kartenausschnitt, du landest quasi irgendwo, wirst ausgesetzt auf der Welt, dann musst du herausfinden, wo du bist. Auf Zeit. Und derjenige, der am dichtesten am Stand, am Punkt dran ist, gewinnt. Ja, genau. Und das ist mega lustig, glaube ich. Das könnte sehr spaßig werden. Und das kann man halt auch nicht so wie Rocket Beans so umständlich spielen. Das geht nämlich auch, dass man das in der Gruppe spielen kann und dann hat man auch eine Übersicht, wer wann wie viele Punkte gemacht hat und so. Dann heißt es, da war ich schon, ich hab schon, tschüss. So, was haben wir denn hier so? Da, kenne ich schon. Hallo, bitte nicht ins Cockpit legen. Hallo. Ja. Ja, wenigstens schnarchen sie nicht. Oh, ich krieg im Chat. Put your spoilers down. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Nee, das war falsch. Keine Ahnung, ist doch egal.
Ja, ja, die Flaps müssen runter, die Flaps, Mann, die Flaps. Ich hatte danach noch, Miguel, den Tag, ich hatte noch so eine Herausforderung durchzockt. Und dann gibt es so eine Wildnisflüge irgendwie, ne? Da kannst du mit so einem Buschflugzeug und dann kannst du so Tiere suchen. auf der Karte hier in Australien und so was alles. Und dann stand da irgendwas von 7 Doppelpunkt 45 oder sowas, ne? Und ich so gequatscht, so. Nee, 7 Minuten scheint mir ein bisschen wenig. Und da kann sofort instant im Chat, ja, du Dulli Bert, Alter, das sind Stunden, natürlich sind das Stunden. Was sollst du denn 7 Minuten hier in Meer fliegen, Alter? So, ich spoilere es, was will er denn? Ich habe jetzt aber keine Lust in der Tastatur. Ja, die gibt's hoffentlich auch online. Flight. Nee, nicht Skyscanner. Later. Spoiler. Down. How spoilers and speed brakes work. Ich bin Raketenwissenschaftler, bitte, ja? Außerdem habe ich den Beruf gelernt. Ich bin gelernter Pilot. Genau, Pilot in Anführungsstriche, bitte. So, Pushback? Nee. Instrumentkeys? Nein. Kamerakeys? Nein. Oh, Alter. Drohnenkamera? Nein. Autopilot? Alt. Aha. Oh, ich bin verrutscht. So. Ach so. Nee. Nein. Der Typ, der guckt jetzt bestimmt, lacht und feiert bestimmt ganz doll. Oh, ist das ein Dummy-Bird. Toggle Spoilers. Geteilt. Haha! Was gelernt. Thanks, Hank W004. Thank you. Oh, wir fliegen auch gleich ganz schneller. Nee, aber ich steig ganz schön doll. Das ist nicht gut. Stimmt, ja. Mit so einem Sushi-Röllchen, du. Mit Dings drin, mit Schlafmittel. Mit einem Rahmen. Das wusste ich ja nicht. Ich wusste auch gar nicht, wie ich die rausgefahren habe, aber gut, mir egal. Was gelernt. Das habe ich eh nachher gleich wieder vergessen. Ja, ich habe. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja, der Wirsing ist wie ein Sieb. Und wenn ich da jetzt nochmal drauf drücke. Geil. Ist gut zu wissen fürs Landen zum Beispiel. Ja, ey. In dem Graben, ne? Ja, Sandra, Miguel hat mich abgelenkt, ne? Und dann bin ich in so einer Regenrinne gelandet. Das war geil. Ja, und dann stand ich auf einmal quer. In dieser Regenrinne, ne? Und dann konnte ich nicht mehr links und nicht mehr rechts. Ja, und Miguel hat gelacht. Das hat mich sehr verletzt.
Ja. Aber, ich bin in dem Flug unter der Brücke durchgeflogen. Freundchen, nix ist. Musste ich ja, ja. Die Brücke war auf einmal tiefer als angenommen. Das ist Hank W. Ja. Aber er hat recht gehabt. Ich bin ja die ganze Zeit so geflogen. Und ich hab mal kurz. Nee, die Landeklappen sind das. Das waren die Spoiler-Amp, die oben auf der Tragfläche rausfallen. Ich glaube, die sind aber auch zum Landen. Das ist Verbremsen. Wäre eine Info gewesen, die ich vielleicht schon vor einem halben Jahr hätte haben müssen. Das erklärt nämlich, warum ich teilweise echt schnell gelandet bin immer. Overspeed. Was denn? Ja. Ja, ich hab mal schnell in die Online-Betriebsanleitung geguckt. Das ist seit Seite 4123 stand das drin. Ja. Wie bremse ich? Aber das sagt einem auch niemand, oder? Ich habe ja die ganzen Tutorials durchgespielt. Dem war ja überhaupt nicht so. Ey, hallo, die Pilotenschule, die ist schon 20 Jahre her. Das hast du gesagt. Aber ist okay, nimm dir den Fallschirm da hinten aus der Küche. Und dann kannst du gerne zu Fuß gehen. Ja, den Fallschirm. Ja. Ich habe letztens so ein Pilotenvideo gesehen, da kam von so einem richtigen Cockpit, da kam auch zweimal Stall, Stall, Stall. Da habe ich so ein bisschen, das war wie bei dir. Nur das ist in echt. Warte, genau. Gib mir ein. Ja, genau. Wo war das bei Future? Bei Futurama war das doch, ne? 0001110002. Ja, ich glaube. Oh, ich habe bei Rick and Morty ist ja jetzt bei Netflix die restliche vierte Staffel drin. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ja, es ist ja. Ist das irgendwas mit Monster und so? Nee. Am 16. ja. Oh, in Deutschland auch. Ja, am 16. WandaVision. Ja, es ist eine Serie. Ja, und da kommt auch noch, dieses Jahr kommt auch Loki und so kommt da auch, ne? Ist das Loki? Ja, ne? Ich glaube, ne? Irgendwas. Ja, ich war. Ja, genau. Irgendwas kam am Ende des Jahres, richtig. Irgendwas kam am Ende des Jahres auch nochmal. Ich weiß nicht, ob das Loki war oder noch irgendwas anderes. Nee, so Falcon and the Winter Soldier, glaube ich, kam. Zum Ende des Jahres, glaube ich. Aber WandaVision, mal gucken. Bin mal gespannt, wie das ist. Und ob sie das jetzt MCU einkleiden oder eingliedern oder nicht. Und vor allem, wenn, wann.
Weil ich glaube, Vision ist ja tot, ne? Ja, ne? Naja. Ich hätte dann keinen sterben lassen, wenn ich eine russische Stelle gebe. Außer Thanos. Was? Ne, richtig. Ja, kommt auch noch, ja. Wie heißt Loki? Das kommt in nächste Woche. Nee, gar nicht. Diesen Freitag, ne? Am 16. Ja, Samstag, ja. Wanda Maximoff und Vision. Ja, die. Jo. Du kannst ja den Miguel dazu einladen. So, Account Sharing, so. Genau. Ich würde dir ja gerne einen geben, Miguel, aber mein Disney Plus ist voll. Ja, das ist so, ja. Ich guck da nur Star Trek. Stehen morgens auf, jeder nimmt sein Tablet und dann geht das los, ey. Ja, genau. Genau, und dann so, pssst, ich gucke jetzt Young Sheldon, pssst. Going to 125 Decimal 8, Taggart 582. Nee. Ja, macht nichts. Ich bin mit Star Trek so beschäftigt. Und Rick and Morty. Dennoch Godzilla und was da noch so an Filmen rum ist. Also die ganzen alten Schinken, weißt du? Bin ich ja Fan von. Und für Cobra Kai muss man da Karate Tiger geguckt haben? Ja, entschuldige bitte. Stimmt. Aber Karate war richtig. Nee, ich glaube nicht. Das ist nichts für mich. Ich auch nicht. Was soll das? Ah, Sexismus, alles klar. Ja, und, ja, richtig. Wenn es dunkel wird. Du kannst hier hinten. Ja, du kannst die Selbstbedienung lassen. Der Spieß steht hinten. Genau auf dem Rollwagen. Ja. Boah, ich hab. Und das ist Real Talk. Ich habe richtig Bock auf Zwiebelschneiden bekommen.
Das macht mir richtig viel Spaß. Ja. Ja, und ich weiß nicht warum. Werder-Fan halt, ne? Nee, aber wirklich, das ist wirklich, das macht mir unheimlich viel Spaß, ehrlich. Und ich weiß. Ja, das war aber nicht ich. Nee, wie gesagt, also das. Was, genau, ist auch gut. Jetzt kann ich für diesen Stream kein Geld mehr nehmen, weil Lasse das F-Wort gesagt hat. Natürlich. Ich habe ja den Stream ja an. Ne? Ach so, nee, das ist richtig. Da hast du natürlich recht. Alter, nee, oh, stimmt, da hat er nie mehr gedacht. Ja, ja. Nee, alles gut, Lasse. Alles gut. Puh. Gut. Ha, Katzen, die könnten wir ja beruhigt, dann können diesen Monat noch essen. Nein. Naja, aber ich glaube, er muss auch Steuern abdrücken, oder nicht? Hab ich schon. Mhm. Finanzamt Buxtehude, Alter. Die kennen sich mit Steuerbetrug aus. Ja, ja. Ja. Was hat denn... Ja. Ach ja. Ja, ich weiß, aber du weißt ganz genau, wen ich meine. Ja. Das, ja. Ein. Nee, der wurde getötet. Ja, genau der. Und der hat wohl eine ganze Zeit Steuer vergessen und zu zahlen und dann stand irgendwann mal hier. Ja, ja. Ja, gut, ich glaube, dem würde ich das auch zutrauen, dass er da wirklich so dumm ist und das vergisst. Und dann stand auf einmal morgens oder so wohl das Finanzamt da und hat dann gesagt, du gib mal hier eine halbe Mille. Ja, nee, ich glaube, der hat das sogar gemacht, ne? Ich glaube, der konnte das sogar zahlen, meine ich. Ich weiß es aber nicht genau. Ja. Ja, durch Dummheit, Miguel. Der arbeitet nur, was hat er bei, nur freitags oder so, ne? Glaube ich. Also arbeiten. Setzt sich furzt in sein Mikro, rülpst ein bisschen rum, raucht eine Zigarette, trinkt sein... Ja, genau. Ja, genau der. Ja. Hm. Oh, da möchte ich mal Gegner, egal. Ja. Ja, ich gucke immer die. Nein. Ich gucke immer die Best-ofs, gucke ich immer so ein bisschen, weißt du? Und, nee, ich gucke ja die Pete's Meets noch, ne? Und. Ja. Proll. Ja. Und die haben. Ich guck ja die Pete's Meets noch und die sind halt komplett das Gegenteil von dem, ne? Ich meine, die verdienen halt bei weitem nicht so viel Kohle, weil die halt die Fanbase nicht haben. Noch nicht. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr so. Ja, die zocken halt zu viel, aber das ist halt noch. Das ist ein ganz anderer Level, weißt du? Die sind auch viel sympathischer. Auch Dings und. Und die haben ja Bram. Und der Typ. Der hat schon gesagt, wenn er bei Dings nicht wäre, bei Pizza, wenn er nicht sein Geld mitmachen würde, würde er an der Börse spekulieren. Weil der Typ, der macht, glaube ich, bei denen auch die kompletten Finanzen. Wenn die da irgendwelche Games zocken, wo es um Geld geht, da kannst du von ausgehen, der Typ ist der Erste, der da ist und das System erkennt und sofort gewinnt. Das ist so lustig teilweise manchmal. Oh, ja. Der hat mit Geldgeschichten, wenn der, ich habe das immer nebenbei laufen mittags, machen die ja neuerdings seit Corona immer so Mittagsstreams auf Twitch und dann immer wenn der den Stream übernimmt für 3 Stunden, ist er am 2 Stunden lang, wird er von dem Chat gefragt nach Finanzen. Er muss immer sagen, nein, weiß ich nicht, musst du entscheiden, ich würde das nicht machen, aus den und den Gründen,
ist aber mit meine Sache, mach das nicht, das ist meine Entscheidung und so, so quatscht er die ganze Zeit. Ich würde mir keine Eigentumswohnung kaufen und in der Wohnung wohnen, ich würde mir eine Mietwohnung wohnen und die Eigentumswohnung zahlt die Miete für die Mietwohnung und sowas alles. Mega spannend, wenn der das macht. Und der zockt da halt nebenbei meistens immer Super Mario oder so, wo du schön entspannt zugucken kannst, was arbeiten kannst. Und so, das, deswegen gucke ich die auch total gerne. Und die ragen halt so schön, das wäre ganz geil. Ja. Was möchtest du mit dem Server da? Was möchtest du mit dem Server? Kannst du da nicht? Nimm doch dann Raspberry. Geht dann peinlich? Ja, gibt's denn schon Vierer oder so? Ja, das hat Sandra jetzt seit. Ja, nehme ich. Das ist mega easy. Nee, ich meine Docker jetzt an sich, ne? Also wir haben auf im Büro haben wir diverse Sachen. Die laufen über den Docker und ich habe da privat auch schon mal ein bisschen rumgespielt. Ist halt unter Windows ein bisschen blöd. Ich weiß nicht genau, wie das unter Windows 10 ist. Ich habe gehört, es soll wohl funktionieren. Wie, weiß ich aber noch nicht. Ja, das ist das Beste. Ja. Ich habe ja hier den Arbeits-Mac und da funktioniert das Bombe drauf. Das ist echt cool. Und ja. Zum Rumtesten halt. Warte, ich mach mal. Ja. Ich mach mal eben mal den Stream-Chat, das Mikrofon für den Stream aus, bitte. Ich muss mal was klären. Ich krieg einen Anruf. Du möchtest ja aber eh nur, deswegen kannst du USB nehmen, weil du ja eh gar nicht raus bist oder du wirst, das läuft ja bei dir alles im Netzwerk dann, ne? Ich meine auch von draußen drauf zugreifen auf den kleinen Mini-Server. Hört man nicht. Ach so, okay. Weil dann kannst du natürlich Probleme kriegen mit dem Lesen und sowas alles, weil die Geschwindigkeit vom USB-Stick vielleicht nicht ausreicht.
Ja, habe ich in meinem Notebook drin. In meinem neuen. Alter, da, Miguel, das sind 3 Kilo mindestens Unterschied, Alter. Das ist Wahnsinn. Das ist echt krass. Ja, dann kannst du dir erstmal einen 16er machen. Zur Not Arbeitsspeicher kannst du immer noch nachkaufen. Der kostet. Ach so, ah, okay. Ja. Und dann gibt es die 32er, die kosten. Ja. Ja, ja, richtig, ja. Okay, aber du. Aber da gibt es auch Anbieter für die das machen. Da gibt es auch Anbieter für, die sowas anbieten. Ach so, okay. Okay. Ja. 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 Da-da-da-da-da-da-da-da. Letztens wollte ich meinen Sky Receiver auf meine Capture Card linken. Und das ging nicht. Die Schweine, Alter. Ja, mir ist aber danach, also von danach, mir ist das, als ich auf meine Fernsehrecherche da, als ich mich damit mehr beschäftigt habe, ist mir auch aufgehört, das hätte auch am HDMI-Kabel liegen können. Weil das noch ein altes ist. Und die ja schon Ultra HD senden. Deswegen kann es sein, dass es auch am HDMI-Kabel lag. Aber das glaube ich eher nicht. Wir fliegen gerade an der chinesischen Küste vorbei übrigens. Ja, das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Hauptsache wir kommen runter. Ja, deswegen müssen wir eigentlich das machen. Theoretisch ja, aber wir sind ein bisschen hoch. Keine Ahnung. Ja, ich kann da runtergehen auf 3 Meter oder so. So, was haben wir hier so im Internet? Ist auch ein Müll. Kannst du denn nicht auch irgendwas anderes nehmen? Am besten Lüfter los, ne? Ja, ich könnte dir mein Notebook, was ich mir gekauft habe, für 400 Euro. Nee, also ich würde da ohne Scheiß, ich würde echt in Richtung Raspberry äh,
API gehen oder so. Oder Arduino. Ja, das weiß ich nicht, aber der soll ja nichts anderes machen. Du willst ja drauf ja nicht zocken, weißt du? Ja, frag mal hier den Christian Techie. Der sagt. Ich glaube schon. Also gibt es bestimmt welche mit mehr Speicher. Du kannst Dinge, ich hab. Okay. Ich hab auch gelesen, dass es Leute gibt, die haben das als Streaming-Rechner, also unter dem Tisch, weißt du? Das stimmt. Sogar auf der Ecke oder nicht? Ja. Ja, das ist so ein guter Kurs. Ja, ich weiß. Das sagen viele. Der piept nicht. Aber das kannst du ja. Das ist ja, glaube ich, die Frage würde ich mir erst stellen, wenn es soweit ist. Oder wenn es absehbar ist, dass man. Auf 512 GB, die krieg ich mal erstmal voll. Na? Ja, ist doch richtig. Ist in Ordnung. Nee. Ja, genau. Nein. Erst Versand. Versand, ich hole ab. Hä? Ich würde 160 mit Versand an. Na. Ja, ehrlich, du musst so ein bisschen unfreundlich sein, Digga. Hinten ran. Ja, Digga, was ist 100 Euro letzter Preis? Genau, bei denen und den Voraus.
genau, das schreibst du genau, genau, komm, wenn's. Ja, genau, und dann schreibst du rein, bei 165 Euro kommen wir ins Geschäft. Ja. Digga. Ja, genau, du Huso, du. Natürlich, mach klasse das ordentlich, lieber Chat. Hier, ich kann den Exorzisten machen lassen. Guck mal. Und andere. Ja, ja, der ist kurz auf Toilette. Toilette. Ja, was meinst du? Der Dönerspießler, Miguel. Da hinten ist doch schon Land, hinten links. Du kannst es auch auf der Karte, kannst du nicht sehen, okay. Kann ich da. Kann. Du bist nur am Rumquengeln, ey. Den ganzen Tag. So. Ja, damit ich Belustigung habe während meiner Arbeit. Ja, du musst. Ja. Ja, aber ich hätte trotzdem noch gesagt. Ja. Genau. Ja. Nein, vielleicht nicht. Nee, das ist, was denn, Sandra? Was spricht? Das ist mein Korken, weil ich spreche. Das ist mein Korken. Weil mich in der Luft niemand kontrolliert beim Trinken. Miguel. Wurdest du? Da stand nicht mein Name. So. Ja, wie gesagt, da würde ich mir den Kopf machen, wenn es soweit ist. Descent and maintain 10,000 feet. Expect ILS runway 7 right approach via lines transition clear to lines near Hong Kong 8. Alter, ich guck bei Mandy. Ich häng bei Mandy über dem Bett. Echt? Nee. Also gesehen bestimmt schon mal. Nee. Miguel, ich kenne die wirklich nicht. Du. Ja. Ja. Nee, das ist das falsche Smiley, das ist das ein Sabbat-Smiley, das wollen wir ja nicht essen.
Hallo. So. Noch 100 Kilometer, sind wir fast da. Aber das ist ja nur Hongkong. Weiß ich nicht. Wir werden uns den gleich mal aus der Nähe angucken. Wir werden da mal drüber fliegen. Ist der das? Echt? Ist das nicht der Hongkong? Ist das der Hongkong International? Weil über den, da habe ich mir einen Zielpunkt gesetzt, also so einen Wegpunkt. So, dann sind das glaube ich nur noch 20 Kilometer nach Macau oder so. Ist das so? Nee. Naja. Es gibt übrigens, wie hieß der Miguel? Ich hatte zu seinem Geburtstag noch ein bisschen gegoogelt. Der dann noch als Geburtstag, ne? Heinrich der Seefahrer, so hieß der. Das ist ja auch ein Portugiese. Das ist aber kein Portugiese, oder? Ja, sind unter der Elbe. Hi. Ja. Also das Uniform, Pilotenuniform vom Piloten, die ist schon, die ist blitzeblank. Die haben auch Jetlag. Und der Co-Pilot, der hat noch Jetlag. Der Penn. Ey, aufstehen. Auch das kriegen wir wieder, auch das kriegen wir. So. Ja. Schnee. Aber warum gehen wir runter? Das frage ich mich gerade. So. Live Wetter. Ist so. Es ist halt Nacht gerade. Deswegen fliege ich es ungern in Nacht, weil es relativ unspektakulär ist. Wieso? Ne? Keine Ahnung. Ja, ich denke auch. Kommt hin, da ist auch... Ja, Mama. Du hast es gewollt. Tut mir leid, Jasmina, hier. Ne? Das Matchstückchen. Das Matchstückchen hat Schuld. Wer? Hong Kong Center Tankard 582. Request clearance to transition Charlie. Alles unter Kontrolle.
5582 Hong Kong Center. Clear through the Charlie Airspace. Ja, genau. Stell dich deinen Ängsten, mach einen Riesenschritt. Taggart 582 Contact. Wenn du mir sagst, wo ich langfliegen muss. Südwestlich, da fliegen wir ja gerade drauf zu. Taggart 582 Das ist die Grand Promenade. Ich lande, wir landen nicht in Hongkong. Ich hab doch, wir fliegen weiter nach Macau. Hast du den Flugplan nicht gelesen? Du bist nicht vorbereitet. Ja, ehrlich, das ist voll unhöflich, was du hier machst. Und ich hatte gerade eben den Stream angemacht. Du, Sandra, ich bin vor dir. Du siehst 3 Sekunden hinter mir. Ja, okay. Ne, der Flughafen ist rechts von uns. Oder? Der von Hongkong, der eine. Der International, der war in der Stadt. Sicher? Was ist denn, wo fliegt? Nee, dann gibt es 2. Der, den ich meinte, der hieß Hongkong International. So, das hier unten ist kein Flughafen. Nee. Ja. Nee. Du hast mir nicht gesagt, wo das ist. Ja, genau. Ja. Ja. Das fliegen wir nochmal. Nee, jetzt fliegen wir nochmal alle zurück. Wir müssen nochmal von vorne an. Tut mir leid. So. Aber wir fliegen jetzt nach Richtung Macau und dann. I don't know, ich habe keine Ahnung. Wo wir jetzt drauf zufliegen? Ich hab nichts vom Militärflughafen. Egal, ja. Boah, egal. Wichtig ist, wir fliegen noch und wir sind nicht abgestürzt. Steht das denn hier wenigstens auf Englisch? Oh, nee. Ja. So, ich halte jetzt auf den Flughafen zu, ne? Okay, alles klar. Das krieg ich hin. Das habe ich in Kuba, auf Kuba haben wir das gemacht, das war auch fett. Das ist der Typ mit 5000. Der ist mit 5000 km/h die kurvenreichste Straße in Mittelamerika gefahren. Mit Berg hoch, circa, ja. Mit Berg hoch, Berg runter. Das war das erste Mal, dass mir auf dem Beifahrersitz schlecht geworden ist. So, ich bin jetzt links von den Bergen. Wir haben jetzt den Flughafen, der ist jetzt rechts, ne? Nach rechts rum.
Sehenswürdigkeit. Ja. So, also ich habe jetzt hier mal hier oder was? Okay. Ja. Ja, habe ich doch gesagt, das sage ich schon die ganze Zeit. Ja, weil Sandra mich voll verwirrt hat. Mit ihren Geografen. Wir spielen Geogesser, okay? Das machen wir mal. Das wird lustig. Ich glaube, das wird sehr lustig. Bitte? Da wirst du aus Google Street View abgesetzt und musst anhand der Fotos und dich kannst dich ein bisschen rumbewegen und dann musst du auf Zeit rausfinden, auf welcher Position du dich befindest, auf der ganzen Welt. Und derjenige, der am dichtesten. Ja, ist es auch. Und derjenige, der am dichtesten dran ist, gewinnt. Kriegt die meisten Punkte, gewinnt, wie auch immer, ja. Es ist mega gut, es macht mega Spaß. So, sehr geehrte Damen, ich vergesse es immer, als Pilot muss ich meine Nuschel. So, geehrte Damen und Herren, wir landen gleich. So. Genau. Und es geht runter, Abfahrt. So. So. Wie ist denn die Landebahn da? Ja, ich mach Schneesturm an, warte. Das ist Macau, ist das doch? Ja, ja. Ja, klar. Aber aktuell ist das halt nicht der Fall, weil Probleme politische. Und Achtung, Achtung! Da sitze. Der Spoiler. Ja, Simon, ich habe heute was gelernt. Ja. Nee, pass auf, wir machen das mal anders. Wir werden anders anfliegen. Hast du schon wieder Überstunden gemacht? Oh. Ja, komm, kurz vor 8 kannst du durchwinken. So, wie weit sind wir hin? Ja, das gibt eine gute Kurve. Ja. Kannst du mir eigentlich so einen Treppenlift organisieren? Ja, ja. Ja, ey, Rezept schmeckt, ey. Genau, perfekt, Jasmina, geil. Aber ich möchte maximal 5 Euro Zuzahlung. Alter, weißt du, wie geil das ist? Dann nehme ich immer 5 Mark. Für jeden, der da mitfährt, 5 Mark. Ja, sicher. Ah ja, Jasmina Regel. Ja, es reicht doch. Oh oh. Oh oh, ich wollte ihn nicht hören, ne? Also um mal auf den Flug zurückzukommen, ihr wollt kein OO hören, ne? Ich dachte eben, ganz.
Ich dachte eben, wir sind zu schnell. Sind wir aber doch nicht. Zu langsam meine ich. Sind wir aber wohl nicht. Ja. Tower Taggart 582 is 3 miles north with Charlie to land. Ich hab alles in der Kontrolle, wirklich. Taggart 582 Tower. Guck. Platz haben wir. Ja, es macht es, kommt noch. Ja, stimmt. Power! Make left downwind runway 34 Taggart 582. Ist mir egal. Wir machen hier. Wir wollen Döner. Hä? Wer sagt das? Am Arsch. Taggart landet hier so halb. Nein, da sind Pfeile. Da sind Pfeile. Taggart 582, you are not clear to land. Was? Ich hatte eine Landeerlaubnis, Alter. Alles gut. Ja und? Ja, es ist. Ich sehe da kein Blau. Ich hatte das, da bin ich in Atlanta oder da bin ich in, da bin ich in Atlanta gelandet und dann hat mich im Landeanflug doch ein Airbus oder so geholt. Das war auch ganz geil. Beim Landen. So. Aber die Landung war schon in Ordnung. Taggart 582, you are not clear to land. Aber könnte einer den Dönerspieß bitte mal kurz mal wieder hinstellen? Das hat doch der Funk alles geklärt. Ich will drehen. Taggart 582 ATC service is terminated. Ich kann doch nichts. Komm, dreh. Alter, das Ding hat einen Wendekreis von einem Panzer. Ah ne, Panzer hat einen. So, jetzt haben wir es. So, und jetzt können wir auch auf die Parking-Position fahren. Mama. Komm, Alter. Das Flugzeug ist kaputt. Rüber. Nein, nicht starten. So, vielleicht soll ich mal. Wir halten jetzt an. So, den Rest zum Boarding könnt ihr zu Fuß. Gepäck holt ihr euch selber ab. So, ich verabschiede mich mal eben vom Stream. Vielen Dank, Stream, für die Leute, die zugeguckt haben. Also alle Bots. Plus die drei Kollegen hier. Oh, hallo Christian. Tschüss, Christian. Und genau. Haut rein, macht euch einen schönen Tag. Die Woche fliegen wir bestimmt nochmal über den Amazonas. Mal gucken. Tschüss, Gens.